er lenkt von ferner Hand. Da fliegt ein kleines Flugzeug, das wird Sensenmann genannt. Das bringt mit Höllenfeuer das Land zur Explosion. Die tötet Terroristen nur per Definition. Dank kluger Ingenieurskunst fließt nur noch fremdes Blut. Das kommt der Wehrbereitschaft in der ersten Welt zugut. Und trifft es Schnitters Sense, ein Haus mit Weib und Kind. So heißt es, man muss Halme mähen, bevor sie höher sind. Ob das die Angehörigen der Halme auch so sehen? Zum Beispiel der drei Männer getötet beim Schrottsammeln, weil einer von ihnen eine ähnliche Körpergröße hatte wie Osama Bin Laden. Oder der mehr als 200 Menschen getötet bei 16 Drohnenangriffen, die alle bei Tulamesut galten, dem von der pakistanischen Regierung Terrorakte zur Last gelegt wurden. Was macht das wohl mit denen, die da leben und zahlen einen hohen Zoll von Blut? Wenn über ihnen ständig Sensen schweben, dann wachsen nur Empörung, Hass und Wut. Und waren das anfangs nur ein paar Verwirrte, bekamen, weil sie nutzten, ein Gewehr. Doch als der Terrorkrieg sich etablierte, da schwoll das an zum Gotteskriegerheer. Bewaffnet einst zum Sturze von Despoten, brach mancher Staat darüber schon entzwei. Und bei den vielen hunderttausend Toten waren auch ein paar im Abendland dabei. Was natürlich gegen die Spielregeln verstößt. Doch auch dafür haben Sicherheitsexperten eine Lösung. Wenn irgendwo Gewalt nicht hilft, dann hilft noch mehr Gewalt. So fliegt noch manches Flugzeug dahin im Morgenland und saust noch manche Sense und wird noch mehr abgebrannt. Das ist die schlichte Logik in diesem Terrorkrieg, und der wird niemals enden und der kennt doch keinen Sieg. Doch die das kritisieren, die werden langsam mehr, und die zu ignorieren ist schon schwerer als bisher. Und auch der stärkste Krieger muss irgendwann einsehen, nur Terror gegen Terror, das kann so nicht weitergehen.